Die Schriftrollen erzählten von den dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruderzwist zum Kriege führt. Und da waren wir zu langsam. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim. Ich weiß, das ist ein altes Spiel. Ich weiß. Gronkh macht's im Moment. Let's Play das. Ihr könnt mich jetzt Nachmacher nennen. Ist mir völlig wurscht. Ich hab echt Bock bekommen, ein Skyrim Let's Play zu machen, weil es mir einfach Spaß macht. Und deswegen machen wir das jetzt. Und jetzt halte ich die Klappe. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Weil die letzten Gedanken eines Lords einem Zuhause gelten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Schau, Mara, Libella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch euren Tod mit etwas Mut. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, und damit herzlich willkommen zur Charaktererstellung. Wer sind wir denn? Gucken wir doch mal. Wir haben hier jede Menge Einstellmöglichkeiten. Die Rasse. Argonia. Das sind Reptilien.
Genau, für die Sümpfe von Black Marsh Homeland. It's developed a natural resistance to diseases, also die werden nicht so schnell krank. Und die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen, das ist natürlich cool. Ah, hier rechts sieht man die Skills. Veränderung 5, leichte Rüstung 5, Schlossknacken sind die besonders gut, Taschendiebstahl 5. Ja, gut, Bretonen, das sind die Magier, ne? Genau, zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu observieren. Dunma, die Dark Elfen. Heimatland Morrowind sind bekannt für ihre Heimlichkeit und Magies, für ihren Diebstahl und Magieskill. Sie sind von Natur aus resistent gegenüber Feuer und können die Macht ihrer Ahnen, wenn ich das richtig deute, nutzen, um sich selbst in Feuer zu einem Kreis von Feuer zu schützen. So, die Altma in der Homeland. Es tut mir leid, wenn einige Sachen auch nicht übersetzt sind, ne? Also ich habe ein paar Mods installiert und da sind halt einige Übersetzungen noch nicht mit drin. Da versuche ich die selber zu übersetzen. Skyrim Mods, jede Menge. Einige sind nur in englischer Sprache verfügbar. Das machen wir uns dann entsprechend. Modliste kommt auch noch natürlich. Genau. So, jetzt gucken wir erstmal. Hochelf, kaiserlicher, Khajiit. Wir bleiben mal bei Nord. Kälteunempfindlichkeit, Kriegstalent passt mir ganz gut. Kampfschrei gefällt mir sehr gut. Die anderen Rassen werde ich vielleicht später mal ausprobieren. Wer weiß, wo uns das Let's Play noch alles hinträgt. Geschlecht bleiben wir mal bei der Null. Dem Mann. Vorgaben, was haben wir denn? Ach, das sind die. Okay, das ist altehrwürdig. Das gefällt mir nicht so. Ich hätte ganz gerne. Ich würde das ganz gerne selber anpassen. Kopf. Das ist Stirnfix. Ah. Ja. Nee, lassen wir mal. Ich muss das mit dem Pfeiltasten machen, das geht besser. So, Narben. Werden wir sicherlich einige bekommen. Was sieht denn mal cool aus? Sieht so ein bisschen aus wie bei The Witcher. Nehmen wir die? Ja, das macht's. So, Kriegsbemalung brauche ich nicht. Ohrenhöhe sieht ganz gut aus. Halsgröße will ich vielleicht ein bisschen kleiner machen, tatsächlich. So, vielleicht. Ja. Die Stirntiefe passt. So, Gesicht. Das passt eigentlich ganz gut. Augenfarbe. Wo haben wir denn Augenfarbe? Hier haben wir Augenfarbe. Haselnussbraun. Amber. Eisblau, das sieht bestimmt auch cool aus. Ich zoome mal gerade ran. Mikrofoneinstellung muss ich noch ein bisschen anpassen. Ne? Ich glaube, ihr hört ab und zu tatsächlich die Maus klicken. Das stört natürlich ein bisschen. So, die Regler. Augenfarbe waren wir, ne? Das sieht natürlich. Light Blue sieht natürlich schon cool aus. Braue, Mund, Haare. Haare würde ich gerne. Da würde ich ganz gerne tatsächlich zu einer Langhaarfrisur tendieren. Hä! Ein Iro. Wir nehmen einen Iro. Nee, nee. Die sind mir alle zu kurz. Hier war da.
wir die? Der hat hier drüben auch geflochten. Nee, dann nehmen wir eins weiter hier. Der hat so. Oder gibt es noch einen, wo vielleicht. Ja, genau. Wo waren wir hier? Gibt es noch einen, der vielleicht nur seitlich so einen? Das ist mir zu buschig. Das hier. Hat er hinten einen Pferdeschwanz? Nee, ne? Das ist mir zu. Das hier ist doch eigentlich stilvoll, ne? Obwohl, nee, das ist auch geflochten. Wir nehmen mal den. So, Bart machen wir ein bisschen. Bisschen buschig. So, Haarfarbe. Hm. Ich versuche das so ein bisschen an meine tatsächliche Haarfarbe anzupassen. Hm, nee, das ist alles nix. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Extra Gesichtsausdruck. Hm, brauchen wir jetzt nicht. Make-up brauchen wir jetzt auch nicht. Handbemalung, Fußbemalung, Gesicht, Körperform. Größe. Oh. Dann machen wir mal ein bisschen größer. Ja, wir bleiben einfach mal bei 1. Na, Kopf lassen wir auch so. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Ich würde nur ganz gerne an der Nase noch was ändern. Nasenart, genau. Und dann hier. Das ist alles so. So streng. Das sieht ganz gut aus. So, und dann vielleicht noch am Mund. Vielleicht irgendwas, was den. Der war gerade frisch beim Botox aufspritzen. Die Lachfalten sind hier. Die Lachfalten vielleicht. Können wir die verändern? Lippenfülle. Lächeln. So ein leichtes Lächeln hätte ich ganz gerne. Mundbreite ein bisschen schmaler vielleicht, so. So Mundhöhe. Sieht so streng aus alles. So. Was ist denn Mundtyp 2? Sind so viele Einstellmöglichkeiten, ne? Okay, das scheint überhaupt keinen Unterschied zu machen. So, Kinntiefe. Diese Hörner kuscheln über mich. Über mich. Okay. So. Ach du. Kriegen wir irgendwie den. Was ist das denn hier unten? Das. Ach du Kinnvorstand, ein bisschen zurück, bitte. So, schau mal. Das ist immer noch so komisch. So. Und den Mundvorstand ein bisschen zurück. Kinnlänge. Ja, immer noch nicht so ganz. Immer noch nicht so ganz. Das ist Kinnlänge zu. Ach du. Nee. Jetzt können wir irgendwie die Kinnart ein bisschen ändern? Da ändert sich tatsächlich gar nichts. Kinnbreite brauchen wir nicht. Und Mundwinkel. Was denn die Mund. Tatsächlich relativ affig aus. Es sind einfach so viele Einstellungen, ne? Kind steht mir noch so ein Stückchen vor. Das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. So. Nicht zu overdone. Genau. So, und dann würde ich sagen. Gucken wir nochmal.
extra Dunkelelf, nee, nee. Das würde jetzt alles verändern. Die Nasenlänge vielleicht noch. Nasenlänge. So. Nasenart hat eigentlich gepasst. Hier ist so eine... Komm, wir machen so einen richtigen Snape-Zinken mal hier. Hier so. Nee, nee. Lassen wir mal. Was war das? Nee, auch zu groß. Das gefällt mir. Wir nehmen mal das. Auf geht's. Beenden und dem Charakter einen Namen geben. Jawohl. Gefangener. Irgendwas mit er. Ne, Rall. Rall. Ne. Können wir uns denn... Ach, wisst ihr was? Können wir denn mal nehmen? Moll. Nee, das klingt also debil hier. Roll. Balduin. Ich nenne mich Balduin. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Ja. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Yay. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Folgt dem Hauptmann. Das scheint sie zu sein. Folgt der Hauptfrau. Ich kann gar nicht steuern, sowieso. Dann lassen wir es mal geschehen. Ulfric Sturmmantel. Da ist er. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Oh Gott, ist das fies. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Bringt mich gleich um. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Der hat längste Zeit gelebt. Kaiserlichen Dreckskerle! Und den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zerlumpter Nord, ihr seid dran. Zerlumpter, also bitte! Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Mhm. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ja. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ich kann wirklich gar nicht steuern gerade. Was mein Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten, was habt ihr gesehen? Ein Drache. Scheint mir sehr stark zu sein, der Drache. Der hey, so der ist hoch mit euch. Boah, ist das laut hier. Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Hier entlang. Make your way to the key. Ja, und? Was ist das für ein Ding?
glaube, es ist gerade sehr laut, ne? Keine Dörfer nieder. Deine Hände sind gefesselt. Los geht's! Jawohl. Hier hinter! Ach, Scheiße. Hat er uns voll ins Gesicht gepustet. Hier kommt man nicht lang. Springt durch das Dach und läuft immer weiter. Jawohl. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen gespielt, ne? Also die Anfangsszene ist jetzt für mich nicht mehr komplett neu. Ich hoffe, ich kann das trotzdem halbwegs schön kommentieren. Da drüben muss man hin. Nicht nach oben. Haming, ihr müsst hierher kommen. Los! Was ein Schmack. Was ein Smog. Das ist mir ganz schön immer heiß, noch am Leben. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ja, hattest du noch gerade noch... Kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Da fliegt ja der Drache. Würde mich ja echt mal interessieren, warum der genau jetzt gekommen ist. Scheiße, genau über uns. Ja, den Sound muss ich noch ein bisschen leiser machen. Ich folge euch. Ich kann meine Handy ja nicht benutzen. Jetzt sind es nur noch wir. Bleibt in meiner Nähe. Nichts ist mir lieber, stellt euch vor. Wir fliehen, Hadwar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofengarde. Da müssen wir hin. Helgen Keep. Stufe 1. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Das wäre ganz schön. Ich trinke gerade mal was. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Drücke E, um... Ah gut, wir sehen wirklich zerlumpt aus. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Durchsuchen Truhe leer. Schade. Gold. Kaiserlicher leichter Helm. Das nehmen wir doch mal. So. In der Kiste eine Rüstung. Was haben wir? Ein Buch. Die Festung von Himmelsrand könnte noch wichtig werden. Ja, ich gucke doch gleich. So geduldet euch doch. Gold natürlich. So viel Zeit muss sein. So, ein Schwert. Sehr gut. Das können wir erstmal stehen lassen. Besaufen werden wir uns in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht. Ach, hier haben wir auch ein Eisenschwert. Kaiserliche leichte Rüstung. Schiff des Ausrüstungsmodus. Schlüssel zur Festung Helgen. So, dann wollen wir die erstmal wechseln. Ihr legt besser diese Rüstung an. Jawohl. Und schwingt das Schwert ein. Habe ich getan. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Noch ein Schwert. Na, falls wir es verlieren. So, Schwert ausrüsten. M1 mit der rechten Maustaste. Also für die rechte Hand mit der linken. Drücke R, um deine Waffe bereit zu machen. Jawohl. So, ist hier noch irgendwas? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Okay, Steuerung ist Schleichen. So. Da geht's weiter. Hier ist alles frei. Benutzen zu klettern. Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Wie, du konntest es aktivieren? Ach so, ja, okay, du bist kaiserlicher. Ja, ich bin gefahren. Ah, hallo. Drücke M2 zum Blocken.
Hey. Ausdauer niedrig. So, durchsuchen Soldat der Sturmmäntel. Iron Greatsword, das ist schon mal mächtiger. Ich glaube, ich mache gerade mal Quest-Tagebuch. Enthält Quests und alle Ziele, damit zur aktiven Quest wird. Dadurch erhältst du eine Quest-Zielmarkierung auf deinem Kompass und deiner Weltkarte. Jawohl, habe ich verstanden. Musik habe ich gerade mal leiser gemacht. Das ist doch sehr laut. Ob ich diese Tür aufbekomme? Es ist immer noch sehr laut. So, das erscheint mir doch besser. Er versucht die Tür aufzukriegen. Haben wir denn hier noch Feldpanzer in Schule? 25. Was ist das? Plus 6, die holen wir uns doch. Sturmmantel, Brustpanzer, das ist. Öffnen Himmelsrand. Kommt hier entlang. Ja. Ich folge euch. So. Vorsicht! Ja, er scheint ganz schön sauer zu sein, der. Verdammt! Drache. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort! Du bist schon. Die Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Ist da jemand? Ist da jemand? Leben kriegt ihr uns nicht! Ah, ich wollte doch. Ich wollte doch das Greatsword benutzen. Nicht genug! Das reicht! Oh ja, das macht wesentlich mehr Schaden. Jawohl. Wecke von Netzraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke. Ja, eine Battle Axe. Wir gut gebrauchen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Hier soll ich nach Tränken suchen. Hier steht doch schon einer. Zaubertrank der geringen Magiker. Krug, Salz nehme ich auch mal mit. Der kleinen Heilung. Gusseiserner Topf. Gabelbrot könnte nicht schaden. Wert 12. Warum nicht? Nehmen wir mal einen mit. So, hier. Harvest Rabbit. Ah, Kaninchenkeule. Schön. Haben wir einen Hasen geerntet. So, schauen wir hier nochmal nach. Durchsuchen fast Zaubertrank. Geringe Ausdauer, geringe Magika und dreimal kleine Heilung. Sehr schön. Ja, war da auch noch irgendwas hier gerade. Achso, das war das. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Großer Sack. Neben Korb. Körbe brauchen wir erstmal nicht. Zaubertrank der kleinen Heilung. Sehr schön. Eimer. Korb. Nee. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ach, man hört das Tastenklicken noch viel zu laut. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte die. Hört ihr das? Komm schon! Das klingt mir nach Magie. Ich hab keine. Jawohl, hat geklappt. Hä, der hat auch uns geklappt. Rechtzeitig gekommen. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift. Ihr lasst es darauf. Ein Drache? Bitte. Oh, achso, ja, kommt nicht mit solch einem Iron Battle Axe. Hätte mich gerade gewundert, weil der sah so aus, als würde er gegen uns kämpfen, hat er aber gar nicht. Wenn ich darüber nachdenke. Das Buch vom Drachenblut. Habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Oh, ein Dietrich. Vier Dietriche. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ja, Moment. Und ein Schild. Ein Streitkolben. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Ne? Wir werden jetzt gerade keine Zeit zum Lesen haben. Das wäre etwas in diesem Käfig. Aber macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Da ist. Ah, benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen.
Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Schlossknacken. Sehr schön, probieren wir es doch mal aus. Das war leicht. Der arme Kerl schrieb. Nimm Gold. Ja, nehmt all meine Sachen, bitte. Oh, ein Zauberbuch. Zauberbuch Funken. Sehr schön, neuer Zauber gelernt, Funken. Schnappt euch was ihr... Ja. Ja. Das ist etwas... Ja. Easy. Oh, cool. War ja voll viel drin, hat sich richtig gelohnt, das Schloss zu knacken. Hier ist doch... Naja, ich knack trotzdem mal. Gibt ja alles Experience Points. Scheiße. Ja. Sehr schön. Hier ist auch nichts drin. Alles klar. So. Wo müssen wir denn hin? Da drüben. Hier geht's weiter, hä? Jawohl. Aufschließen, Tür, Novize. Und schon gelevelt. Sehr schön. So. Hier, ich guck gerade mal in den Zellen. Da scheint ein Skelett zu liegen. Ah, sehr schön. Coinpost. Knochenmehl, nehmen wir mal alles mit. Da stehen ja noch ganz am Anfang, können wir noch alles gebrauchen. Was wir nicht gebrauchen können, das verkaufen wir natürlich entsprechend für Wert. Wenn die das schon hier so rumliegen lassen. Hier, Skelett. So, 21. Schäbige Robe. Brauche ich jetzt nicht. Lassen wir dem, was denn? Dem Herrn mal seine, naja, Würde. Sollten wir besser zusammen? Würde ich es jetzt nicht nennen. Knochenmehl. Die können wir ruhig ausnehmen. Die sind ja eh schon hier entlang. Jawohl, ich folge euch. Und dann ist die erste Folge auch schon fast an ihrem Ende angelangt, würde ich sagen. Ne? Wir dürften jetzt hier gleich rauskommen, denke ich. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lasst mich nach. Die Gefangenen fliehen! Ah, hallo. Ich kann euch nicht besiegen. Weggeschnetzelt. Ist da noch einer? Da ist noch da ist ein Bogenschütze. Wo ist deine Bogenschütze? Ist das alles, was ihr könnt? Hier hinten. Oh, warte mal, da ist doch so. Wir haben doch hier Flammen. Ja. Sehr schön. Ach, ist das schön. Einfach weggeschnetzelt. Soldat der Sturmmantel, Iron Battle Axe, die haben wir glaube ich schon, oder? Iron Battle Axe, genau. Die haben wir schon. Was hat der noch? Der hat auch nur so ein Großschwert. So, die haben wir schön weggeschnitzelt. Eisenpfeil nehme ich mal mit. Ein Kriegshammer, ein Langbogen. Bogen haben wir auch noch nicht, nehme ich auch mit. Eisenpfeil, jawohl, Feldstiefel. Pelzschild. Pelzschild, ja, gut, können wir verkaufen. Langbogen können wir auch verkaufen. Schwert können wir auch verkaufen. So, was haben wir denn hier jetzt alles eigentlich? Wir haben einen Streitkolben. Wir haben vier Schwerter, vier Eisenschwerter. Ein Kriegshammer. Ist auch noch nicht richtig übersetzt. Wundert mich eigentlich, ne? Hier hinten Typ Kriegshammer und vorne steht Iron Warhammer. Das ist ja lustig. Zwei Bögen, 17 Pfeile und die Schlachtaxt. Wir nehmen mal den Kriegshammer. So, 40 Gold haben wir. 40 Gold.
Lag hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Es sieht so aus, als kämen wir dort vorn nach der... Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja, das würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren. Ein Hebel. Er aktiviert ihn. So. Sieht man den Himmel? Das ist doch schon mal vielversprechend. Ja, hier ist zu, würde ich mal sagen. So, hier haben wir ein kleines Bächlein. Da geht's nicht raus. Nee, da kommen wir nicht hoch. Folgen wir einfach mal dem... War hier noch irgendwas? Auch nicht. Licht wäre eigentlich ganz cool. Wo geht's hier lang? Was haben wir da? Spinnen. Das schreit doch förmlich nach dem Bogen. Wir hocken uns mal hin, dann können wir besser zielen. Jawohl, Treffer. 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 So, noch mehr. Schleichen wir mal langsam vor. Aber es sieht nicht so aus. Sehr schön. Pfeil haben wir auch wieder bekommen. Oh! Die habe ich nicht gesehen. Das wird euch lehren, mich zu hintergehen. Was kommt denn jetzt? Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich suche eine Frostbissspinne. Schnabulieren wir mal überall hier das... Aua! Voll über einen Totenschädel hier. Oh, das tut weh. Voll drüber gestolpert. So, ansonsten... Au! Ich bin noch etwas... Nur einen sehr tapseligen Gang. Gerade frisch vom Richtblock gekommen. Drache. Richtig Action. Da ist es doch selbstverständlich, dass man ein bisschen strauchelt, oder? Ist doch ganz normal. So, hier oben. Eibeutel durchsuchen. Boah, dieses Geräusch, ne? So. Und er ist jetzt da vorne lang gegangen. Aber da hinten war doch auch noch was, oder nicht? Da hinten war noch ein Abzweig. Den hatte ich doch gesehen, ganz deutlich. Ah ja, da kommen wir aber nicht durch. So, dann will ich mal wieder zur Nahkampfwaffe wechseln. So, was ist das? Durchsuchen Spinnennetzbeutel. Skiverschwanz, okay. Ein Skiver. So, hat wahr. Hat was fast geschafft. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Hm. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Ja. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Nee, ich will es jetzt nicht unbedingt probieren, diese Bären da. Schleiche verbessert auf 16. Sie ist aufgewacht, scheiße. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. So. Und da scheint der Ausgang zu sein. Und damit Folge Nummer 1 geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Lasst die Welt heile und macht's gut.